Mahlzeit! Ja, ich möchte mich kurz mal vorstellen. Also, mein Name ist Schmalzferri, ne? Ja, ich komme gerade rüber von der Konditorei, ne? Da habe ich mir wieder mal mein Lieblingsgericht geholt, ne? Streuselkuchen. Bitte? Achso, ja, Streuselkuchen. Ich esse also zu gern Streuselkuchen. Ja, das einzige Problem ist ja immer bei Streuselkuchen. Ihr gestattet übrigens, dass ich mal gleich so ein Stück schon mal anbeiße hier. Einzige Problem bei Streuselkuchen ist, also sind die Streusel, ne, praktisch. Wenn man auf Streuselkuchen ist, ne, und das immer, also, ne, würde ich sagen, ne. Also meine Oma, die hatte ein Rezept, da bin ich total drauf abgefahren. Die konnte einen Streuselkuchen machen. Das war allerdings ein Geheimrezept. Ich kann das mal kurz erzählen. Die hat also immer auch irgendeinen Sonnengruß und hat sie gesagt, und Milch, ne? Ja, Milch hat sie auch immer genommen, ne? Aber war wahnsinnig. Das gab's immer bei uns im Geburtstag, ne? War immer die Hölle los, ne? Allerdings mein Alter, der hat dann immer unheimlich rumgenervt. Der hat aber gesagt, Oh, total sauer immer, ne? Wenn er das gesagt hat. Man, sowas sagt man auch nicht, ne? Ich habe ja neulich in der Konditorei, habe ich meine ehemalige Zukünftige, Gerda Schröder, getroffen. Ja, die habe ich ja damals kennengelernt. Da haben wir auch Streuselkuchen gegessen. Und also Gerda Schröder ist dann, also, wie soll ich das sagen, also, ich bin also damals mit ihrer Hopfen gegangen und so. Und dann haben wir so, danach haben wir dann noch ein Stück Streuselkuchen gegessen. Also, das, also, ja, ich meine, da kann man gleich drüber sprechen. Ja. Sie hat dann übrigens noch meinen Freund Lockenrudi, ne? Der hat sie auch noch mal gesehen, ne? Und der hat mir nun erzählt, dass ich also mit ihm, also, Freunde gemacht habe. Ich kann mir über, dann mit Lockenrudi, ne? Das ist auch ein ganz cooler Typ normalerweise, ne? Kann ich mir nicht vorstellen, also, dass er sowas sagt, ne? Sie hat am nächsten Tag, das war echt, das war für mich der absolute Klopfer.